Drohen im Herbst in Südeuropa schwere Unwetter? Hitzewellen und reichlich Sonnenschein haben das Mittelmeer enorm aufgeheizt. Ungewöhnlich warm ist das Wasser seit Beginn des Sommers. Vor Korsika wurden bereits im Juli neue Allzeitrekorde gemessen. Mit 30,7 Grad Wassertemperatur war das Mittelmeer wärmer als die Karibik. Auch das Wasser vor Mallorca erinnert derzeit eher an das einer Badewanne, denn auch hier messen wir super warme 30 Grad. Herrlich, also wie daheim, wie man es kennt, in unserer Badewanne. Richtig warm. Es fühlt sich sehr warm an und man kann direkt reinlaufen. Also sehr schön. So toll das hier für die Touristen auch ist, für die Meeresbewohner und für das Wettergeschehen haben die hohen Wassertemperaturen gravierende Folgen. Das Mittelmeer hat derzeit eine Wassertemperatur von ca. 27 bis 30 Grad. In manchen Buchten, vor allem am Nachmittag, sogar 31, 32 Grad. Das sind tropische Verhältnisse. Das ist so warm wie in der Karibik. Schon im Juli hatten wir eine Wassertemperatur von teilweise lokal 6 Grad über dem Durchschnitt. Das heißt, das Mittelmeer ist damit das sich am schnellsten erhitzende Meer unserer Erde. Und das hat natürlich gravierende Folgen. Zum einen für die Meeresbewohner, für die gesamte biologische Vielfalt, aber auch vor allem für die Wetterentwicklung hier in Europa. Denn eine so warme Meeresoberfläche bedeutet auch eine höhere Luftfeuchte in der unteren Atmosphäre. Und das spürt man hier am Mittelmeer deutlich. Es ist wirklich, vor allem an den Küsten, extrem schwül. Je mehr Feuchte bedeutet natürlich auch potenziell mehr Energie für Stürme und Gewittersysteme, die hier rund um das Mittelmeer vor allem im Herbst auftreten. Sobald dann die Kaltlufteinbrüche aus Norden über das viel zu warme Mittelmeer vorstoßen, können dann gewaltige Stürme, gewaltige Gewittersysteme entstehen, die dann vor allem Starkregen mit sich bringen. Vor allem nach der großen Dürre und Trockenheit sind die Böden gar nicht in der Lage, große Wassermassen in kurzer Zeit aufzunehmen. Deshalb sind schwere Unwetter mit Überflutungen, Hochwasser, Sturzfluten sicherlich dann die Folge. Im Herbst betrifft das die Mittelmeerregion regelmäßig, aber mit mehr potenzieller Energie könnten die Folgen in diesem Jahr viel schlimmer ausfallen. Die potenzielle Energie in der Atmosphäre ist jedoch nur eine von mehreren Zutaten für schwere Unwetter. Die gesamte Wetterlage ist letztendlich entscheidend. Aus Mallorca, ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online. Wie das Wetter wird, mit der Wetter Online App immer einen Schritt voraus sein. Jetzt installieren.